etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. So Gumbo, Alte. Gumbo, Klosterwickel. Wo ist so der Kellerschlüssel? Was ist der Gumbo? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm, voll Ungumbo. Du bist voll Ungumbo, das heißt nämlich cool. Ach man, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Im Keller lagern Pinsel und Schaufel. Und ein Presslufthammer. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Ja. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Ja. Brunnenverbot hier. Allerdings Brunnen- und Kellerverbot und dann noch Essensverbot, Kaugummiverbot. In den Pausen bitte nicht mit dem Handy spielen. Den Müll bitte ordnungsgemäß in die dafür vorhergesehenen Abfallbehälter schmeißen und pünktlich zum Gong in die Klassen zurückkehren. Dankeschön. Und natürlich Alkoholverbot, Drogenverbot und Raucherpausen sind nicht gestattet. Der Klogang muss während der Pausen vollendet werden, weil im Unterricht ist er nicht gestattet. Weil man ja dann spicken könnte, nicht wahr? Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Also ich mag sie. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Tja. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schreck in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Ach Mensch, die arme Lilly. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Entschuldigung, dass ich existiere. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Ja. Bla bla bla. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Ich muss die Beete umgraben und die Termiten verscheuchen. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann.
Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Tja, dann wären wir hier auch soweit fertig. Können wir vielleicht... Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Ist ja gut. Vielleicht hatte zwar keinen Nipp. Ups. So meine ich. Nein, danke. Ich schaff das schon. Vielleicht ein Wollknäuel. Nein, danke. Ich schaff das Ach, ich dachte, ja, ist doch verdammt. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Ja, und jetzt gehen wir mal zurück zum Schulteich. Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Willst du jetzt nicht wirklich da rein? Ja. Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Ja, wo war er nur? Ach ja, können wir nicht jetzt vielleicht... lalalala. Was soll das? Lilly, nein! Geh weg! Geh weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Ach ja... Können wir jetzt vielleicht den noch hier rein? So, wenn wir jetzt hier Wasser reintun, dann müsste der doch eigentlich hochkommen, richtig? Müssen wir mal probieren. Momentchen. Drehen wir doch mal den Schlauch auf. Schade. Der Wasserhahn war leer. Müssen wir vielleicht erstmal hier... die Pumpe aktivieren, aber die oberen schreit da doch direkt wieder los. Lilly, schalte das sofort ab! Ach Mensch, das gibt's doch gar nicht. Lilly, schalte das sofort ab! Tja. Gehen wir nochmal zurück. Gucken wir mal, ob da irgendwas. Ach, hallo, nein! Ah, warte mal. Geht das? Ach Mensch, und jetzt anmachen. Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Och. Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Da müsste doch jetzt theoretisch ein wenig Wasser durchgeflossen sein. Gucken wir doch mal nach, was da so passiert ist. Oh. der sieht ja gut aus. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Ach ja. Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf.
und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Ach ja. Können wir den nicht... Nee, können wir nicht. Vielleicht ein bisschen abpinseln hier. Vergiss es. Egal, was du da hast. Ich will es nicht. Weil ich dich aus tiefster Seele hasse. Lilly war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Ja, so ein guter Freund. Können wir das Bienennest mitnehmen? Halt. Lilly war stolz auf sich. Sie hatte einen Weg gefunden, an das Bienennest zu gelangen. Und den Bienen schien es auch noch gut zu gehen. Alle waren glücklich. Ja, wo immer die Bienen sind. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Vielleicht den Pinsel. Ah. Und können wir jetzt nicht mit dem Honig die Termiten entlocken oder versetzen? Müssen wir doch mal ausprobieren. Wo waren die denn gleich nochmal? Im Hintergarten, ne? Die verliert aber einiges an Honig da. Hallo, Edna. Was ist das? Ein Pinsel? Aha. Nicht gerade das ohne Schrauben? Nee, das bringt nichts. Aber vielleicht die Termiten damit verscheuchen. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. An den Baum, würde ich mal behaupten. Ach, verdammt. Lilly hätte den Baum gerne halb so schlimm. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly... Ja, wo können wir denn jetzt... Lilly hätte den Baum halb so... Ah, die Komposttonne vielleicht. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Ach, wie schön. Der Plan hatte soweit funktioniert. Oh. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Oh. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Okay, gucken wir doch mal nach. Der Weg kommt mir verdächtig bekannt vor. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Ach, herrlich. Also das sind dann bestimmt ja, die Überreste von Freeman, der verschwunden ist. Ach, herrlich. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Ja, ganz sicher hätte ihm das auch gefallen. Ja, okay. Ach Mensch, hier die ganzen Honigtapsen. So, jetzt müssen wir nur eine Aufgabe erfüllen, und zwar das Beet umkehren. Ich frage mich nur, welches Beet? Ab ins Kloster? Lilly durfte nicht hoffen. Ja.